Hallo, hier geht es um Bruchteile von Größen und im Speziellen heißt die Aufgabe Schreibe ohne Bruch. Als Beispiel gibt es 3/5 Meter. Ein Bruch besteht immer aus zwei Zahlen, die durch einen Bruchstrich getrennt sind. Unten steht der Nenner, der immer angibt, in wie viele Teile etwas zerlegt wird. Und oben steht der Zähler, der immer angibt, wie viele von diesen Teilen brauchen wir. Und wenn wir uns die Aufgabe genau anschauen, dann merken wir schon, ein Meter ist nicht in 5 Teile zerlegbar, ohne Kommazahlen zu benutzen. Also was macht man? Man rechnet natürlich so lange in die nächstkleinere Einheit runter, bis diese tatsächlich irgendwann zerlegbar ist. Der nächste Schritt heißt dann Teile durch den Nenner. Und der letzte Schritt multipliziere mit dem Zähler. Und das sind jetzt tatsächlich die drei Schritte, die wir durchführen müssen. Das heißt, ein Meter entspricht 10 Dezimeter. Überlegen wir, ein Meter durch 5 ist nicht teilbar ohne Kommazahlen oder Rest, aber 10 Dezimeter sind durch 5 teilbar. Das können wir wie folgt aufschreiben. 10 Dezimeter geteilt durch 5 sind 2 Dezimeter. Und dritter Schritt heißt, multipliziere mit dem Zähler. Also 2 Dezimeter mal 3 ergibt 6 Dezimeter. Daraus folgt also, 3/5 Meter ist nichts anderes als 6 Dezimeter.